Bei uns dreht sich jetzt alles ums Elektroauto und bei der Ladeinfrastruktur kommt die Salzburger AG ins Spiel. Wir bieten bereits heute das dichteste Ladenetz im Bundesland Salzburg an und garantieren somit eine flächendeckende Versorgung. Dazu kommt, dass sich immer mehr Hotels und Gewerbebetriebe für ein Elektroauto entscheiden. In der Soulkitchen-Gruppe steht schon in unserem Kodex der nachhaltige Umgang mit Ressourcen. Es war deswegen naheliegend, wenn wir Firmenautos für Mitarbeiter, verdiente Mitarbeiter vergeben, eine Möglichkeit zu finden, dass wir diese Philosophie auch dahingehend weitergeben und transportieren. Und die Möglichkeit, mit der Salzburg AG das auszubauen und Elektroautos zu verwenden, hat sich dann im Laufe der Entwicklung der Elektroautos sehr gut ergeben. Ja, die Mitarbeiter sind begeistert. Langfristig wollen wir alle Führungskräfte ausstatten mit einem Elektroauto. Und da wir in der Gastronomie sind, sind die meisten eher jünger als älter. Und denen ist schon wichtig, ein nachhaltiges Auto zu haben. Denen ist wichtig, ein cooles Auto zu haben. Und das ist ein E-Auto momentan einfach cooler als ein Benziner oder ein Diesel. Und da die meisten von denen auch in der Stadt wohnen, haben sie auch die Infrastruktur, dass sie laden können. Und kommt sehr gut an und alle sind begeistert. Dass der Strom der Salzburger AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist dabei ein weiterer Grund, zu leiser und emissionsfreier E-Mobilität zu wechseln. Wir haben als erstes den Strom bezogen. An allen unseren 21 Standorten beziehen wir den Strom von der Salzburger AG. Das ist auch in Deutschland, hat die Salzburger AG das möglich machen können. Es ist dann in der Folge Kabelfernsehen, Internet und das Ganze auch über mehrere Standorte bezogen ermöglicht worden. Und dann war es naheliegend, dass wir die Ladestationen mit der Salzburg AG realisieren. Wenn auch Sie eine Ladelösung für E-Autos benötigen, dann kontaktieren Sie uns einfach. Egal ob Gewerbebetrieb, Hotel oder Privatperson. Ja, der erste Schritt ist der, dass es einen technischen Check gibt. Also das heißt, ein Techniker kommt da vor Ort her, schaut sich die Elektroinstallation an und aufgrund dessen werden dann die Maßnahmen gesetzt und die Ladestationen dann montiert. Entsprechend der Partnerschaftsvereinbarung zur Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050 bieten wir in Kooperation mit dem Land Salzburg nun allen 119 Salzburger Gemeinden die Errichtung einer Ladestation an. Mehr dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Website.